Hi guys and welcome to a new video. My name is SJ Hart, thank you for watching und willkommen zum 7. Dezember und es geht weiter mit den Kurzgeschichten. Los geht's! Herr Krause und der Geist der Weihnacht. Heiner Krause war ein angenehmer älterer Herr. Klein, ein wenig untersetzt, trotz seiner fast 80 Jahre noch gut zu Fuß. Freundlich und immer zu einem Plausch aufgelegt, ohne jedoch viel über sich preiszugeben oder gar schwatzhaft zu sein. Kurzum, die Bewohner des Birkenwegs 37 mochten ihn, auch wenn sie ihn kaum kannten. Es war wenige Tage vor Weihnachten, als der nette Kulmbach aus dem Dachgeschoss ihn ansprach. »Hallo, Herr Krause. Und? Fit wie immer?« »Ja, danke der Nachfrage. Und selbst?« »Alles gut. Sie wollte noch etwas sagen, wusste aber offenbar nicht so recht, wie sie es anstellen sollte.« »Feiern Sie Weihnachten wieder bei Ihren Kindern?« Herr Krause schüttelte den Kopf. »Nein, die sind über die Feiertage zum Skifahren.« »Oh, dann sind Sie ja ganz allein. Das tut mir aber leid. Könnten Sie nicht mitfahren?« »Nein, es ist mir zu kalt.« Er lächelte und dachte daran, wie seine Tochter ihn bearbeitet hatte, doch mit in den Schnee zu fahren. Im Grunde war es ihm ganz recht, Weihnachten endlich einmal ganz still und gemütlich mit sich selbst zu feiern. Aber das sagte er lieber nicht, damit war er schon bei seiner Tochter auf Unverständnis gestoßen. Annette gab sich einen Ruck. »Mein Freund aus Hamburg kommt mich zu Weihnachten besuchen. Leider hat er eine Allergie gegen Katzenhaare. Könnten Sie vielleicht Pünktchen über die Feiertage nehmen?« Sie sah, wie Herr Krause überlegte. Pünktchen war eine sehr ruhige Siamskatze, die wohl wenige Umstände bereiten würde. Er nickte, und die junge Frau fiel ihm um den Hals. Am 22. Dezember standen Verwandte der alten Dame auf dem Erdgeschoss vor Herrn Krauses Tür. Sie war gestürzt auf dem wohl zu eifrigen gewirrenden Parkett. Sie kam mit einem gestauchten Fuß davon, dennoch sollte sie ein paar Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. »Könnten Sie vielleicht den Beppo übers Fest nehmen?«, fragte ein Mann im mittleren Alter, der vermutlich ihr Sohn war. »Wir haben das Haus voller Gäste, und Beppo ist immer so schwierig, wenn viele Menschen um ihn herum sind.« Herr Krause wusste nicht, was an Beppo schwierig sein sollte, außer dass er ein Dackel war. Der Hund hatte eben seine eigenen Vorstellungen, was der alte Herr gut nachvollziehen konnte. Am nächsten Tag brachte der Sohn den Dackel bei ihm vorbei. »Komm, Beppo, wir machen uns gemütlich, gell?«, sagte er zu seinem vierbeinigen Gefährten auf Zeit, als dieser bei ihm einzog. Am Abend des 23. Dezember, Beppo und Pünktchen hatten sich gerade miteinander bekannt gemacht und sich dann in unterschiedlichen Ecken der Wohnung verzogen, klingelte es erneut. Erst dachte Herr Krause, Pünktchens Fräuchen hatte vielleicht doch noch etwas vergessen, was nicht auf der vor wenigen Minuten übergebenen Liste stand. Aber es war nicht Annette, sondern die junge Mutter aus der zweiten Etage. Sie sah verzweifelt aus, was sein Herz schon erweichte, bevor sie überhaupt etwas sagte. »Es ist mir ja sehr unangenehm, aber ich weiß einfach nicht mehr, an wem ich mich sonst noch wenden kann. Irgendwie hat Heiligabend ja jeder alle Hände voll zu tun.« Sie unterdrückte ein Schluchzen. »Könnten Sie vielleicht morgen ein paar Stunden auf Nils aufpassen? Es hat bei uns in der Firma ein paar Ausfälle gegeben, und ich kann mit dem Sonderdienst etwas dazu verdienen. Aber bis zum Abend um 21 Uhr habe ich Feierabend.« »Gerne«, Herr Krause lächelte. Den kleinen Nils mochte er, und im Stillen freute er sich darauf, mit dem Knirps »Wir warten aufs Christkind« zu schauen oder »Mensch, ärgere dich nicht zu spielen«. Als er Heiligabend gegen Mittag mit Nils und Beppo zum Spaziergang zurückkam, stand eine ältere Dame mit einer großen Tasche und vom Frost gerötenen Wangen vor dem Haus. Beppo rannte sofort bellend und schwanzwedelnd auf sie zu. »Ja, da ist er ja, der Beppo!« Die Frau beugte sich zum Dackel und streichelte ihn. Dann blickte sie auf. »Wissen Sie, wo die Elfriede steckt, also die Frau Bergmann?« »Die ist im Krankenhaus«, antwortete Nils. »Im Krankenhaus? Seit wann?« Die Frau war sichtlich irritiert. »Ich bin Martha, die Schwester von Elfriede, und wollte sie eigentlich über Weihnachten besuchen. Meine Kinder leben im Ausland, und da dachten wir, es wäre ganz nett, wenn wir beide alten Schachteln zusammen feiern können. Aber was mache ich denn jetzt? Nach Hause kann ich jetzt nicht mehr. 5 Stunden Bahnfahrt am Tag reichen. Außerdem weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch Verbindungen bekomme.« »Na, kommen Sie erst mal zu mir mit rein. Sie sind ja ganz durchgefroren. Dann schauen wir weiter«, brummelte Herr Krause. Während er Kaffee und Kakao kochte, hatte Martha bereits einen Besuch im Krankenhaus und die Schlüsselübergabe für die Wohnung ihrer Schwester organisiert, sodass sie nun auch eine Bleibe hatte und in die Wohnung ihrer Schwester hinaufging. Gegen 19 Uhr, Herr Krause und Nils waren gerade bei der dritten Runde »Mensch, ärgere dich nicht«, klingelte es an der Wohnungstür. »Hoffentlich nicht noch eine Überraschung«, murmelte Herr Krause, als er öffnete. Vor der Tür stand Martha mit einer großen Schüssel Kartoffelsalat. »Ich wollte mich gern für Ihre Hilfe bedanken. Außerdem schmeckt es besser, wenn man zusammen ist. Ich habe auch noch Würstchen. Die könnten wir warm machen.« Der alte Mann zögerte. Eigentlich hatte er sich Heiligabend anders vorgestellt. »Wenn es nicht passt, kann ich Ihnen auch gerne etwas Salat dalassen. Ihr Tag war vermutlich schon turbulent genug.« »Kartoffelsalat und Würstchen? Super, die gibt es bei uns auch immer an Heiligabend«, rief Nils aus dem Wohnzimmer Richtung Tür. »Und damit wäre die Frage wohl geklärt. Kommen Sie herein. Ich habe aber keinen Weihnachtsbaum.« Martha zuckte mit den Schultern. »Wer braucht schon einen Baum?« Kurz nach 21 Uhr, Nils hatte gerade die beiden Erwachsenen beim Spiel geschlagen, wollte seine Mutter ihn abholen.
Och, Mami, es ist gerade so schön. Aber da fällt es dem Herr Krause doch schon den ganzen Tag zur Last. Eigentlich hatte sie es sich wohl nicht sagen wollen, aber nun war es raus. Herr Krause grinste. Ach nein, es war ein sehr schöner Tag. Nils erinnert mich an die Zeit, als mein Enkel noch klein waren. Bleiben Sie doch noch ein wenig hier. Du kannst mitspielen, ergänzte Nils freudig. Ja, aber erstmal muss deine Mutter was essen. Martha eilte in die Küche und holte Kartoffelsalat und Würstchen. Es war gegen Mitternacht, als seine menschlichen Gäste sich verabschiedeten. Nur die beiden Tieren waren noch da, friedlich zusammengekuschelt in Beppos Körbchen. Herr Krause lächelte. Ganz anders hatte er sich vorgestellt, sein Weihnachtsfest. Aber bis weitem nicht so schön. Ja, und das war die Geschichte für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao!